Herzlich willkommen zu Fit at Home. Wir greifen eure Themen zu Hause auf und transportieren sie ins Fernsehen. Das gemeinsam mit TV Westsachsen im Sportpark Zwickau, Laura Merane. Eine Frage, die uns in letzter Zeit sehr häufig gestellt wird, ist: Ich habe Probleme im Schulter-Nackenbereich und generell hat mein Arzt oder auch mein Therapeut zu mir gesagt, dass ich in der Brustwirbelsäule zu krumm bin. Und aufgrund dieses Krummens, wenn man das von der Seite sich anschaut, ist immer die Halswirbelsäule überstreckt, wenn man nach vorne schaut. Was kann ich für Übungen tun? Genau das soll unser heutiges Thema sein, mit dem wir angreifen. Aber man muss im Vorfeld das ein oder andere beachten. Früher dachte man, wenn man einen krummen Rücken hat, also einen Rundrücken für Fachleute mit einer starken Brustkyphose, dann korrigiert man einfach die Schultern nach hinten und korrigiert damit gleichzeitig die Brustwirbelsäule. Das ist aber falsch, weil häufig kommt dabei raus, der Rücken bleibt krumm und nur die Schultern sind hintergezogen. Das bedeutet also, man muss immer zwei was machen. Einmal muss man die Wirbelsäule in der Brustwirbelsäule aufrichten und als zweites muss man den Schultergürtel eben nach hinten korrigieren. Und da wir wissen, dass ihr zu Hause seid und wir nicht auf euren Rücken schauen können, aber hoffentlich bald, da müssten wir uns irgendwas überlegen, wie wir das denn gestalten können, dass ihr selber eine Korrekturmöglichkeit habt. Und die schönste Korrekturmöglichkeit dabei ist der Boden. Das heißt, wir werden nachher zwei, drei Übungen am Boden machen, wo ihr selber seht, wie ihr dieses korrigieren könnt. Beginnen wollen wir aber im Stand oder, wenn ihr nicht stehen könnt, im Sitzen auf dem Stuhl. Die Übung kennt ihr vielleicht schon aus den letzten Einheiten oder zumindest so ein bisschen ansatzweise. Wir beginnen einfach mit einer normalen parallelen Fußstellung. Die Arme sind locker seitlich und wir zeigen erstmal der Wirbelsäule, was aufrecht bedeutet. Wir sinken einmal so ein bisschen zusammen, durch die Gegenbewegung wissen wir, wo wir nachher hinwollen und dann richten wir uns einfach auf, richten den Oberkörper auf, schieben den Hinterkopf zur Decke und zum Schluss versuchen wir mal leicht, das Kinn zum Kehlkopf zu ziehen. Das machen wir jetzt viermal in Folge. Wir sinken einfach ein wenig zusammen, richten auf, schieben den Hinterkopf zur Decke und das Kinn leicht zum Kehlkopf. Wir lösen wieder auf, sinken zusammen, richten auf und wieder Hinterkopf zur Decke. Versucht mal, über die nächsten beiden Einheiten euch immer ein klein wenig höher zu ziehen. Wir richten auf und schieben den Hinterkopf etwas weiter zur Decke. Noch einmal, wir sinken zusammen, richten auf, werden ganz sehr groß, Hinterkopf zur Decke und das Kinn zum Kehlkopf. Um euch selber zu korrigieren, der Kopf ist in einer guten Position, wenn ihr auf Augenhöhe nach vorne auf die Wand schaut. Das heißt, der Blick ist nicht nach oben, ihr seht schon überstreckt sich der Hals, und auch nicht nach unten gerichtet, sondern wirklich immer auf Augenhöhe nach vorn. Jetzt beziehen wir die Schultern mit ein. Das heißt, wir rollen auf und kreisen mit den Schultern nach hinten und korrigieren die zweite Situation. Wir sinken also zusammen. Richten auf, Hinterkopf zur Decke, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Und wieder, wir sinken zusammen. Richten auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Ein letztes Mal und wir betonen dabei das Absenken. Wir ziehen uns ganz groß, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken die Schultern richtig tief. Und schon haben wir die Ausgangsposition, die wir gerne haben wollen. Jetzt bleiben wir so und drehen mal die Hände, dass die Handflächen nach vorn zeigen. Nur durch dieses Stück Drehung bewegt sich das Schulterblatt schon ein klein wenig hinter. Also wir bleiben groß, drehen die Hände wieder leicht nach innen und drehen wieder die Hände weit nach außen. Verstärken mal die Bewegung etwas mehr und drehen wieder leicht ein. Bleibt also vom Oberkörper groß, dreht die Hände weit nach außen, die Schulterblätter wandern zusammen und wir lösen langsam wieder auf. Ihr merkt also, wir korrigieren jetzt einmal mit einer aufrechten Körperposition zusätzlich den Schultergürtel, ziehen also die Schulterblätter zur Rückenmitte zu. Klasse. Noch zweimal, die Hände drehen wir weit nach außen und lösen langsam wieder auf, ein letztes Mal. Wir drehen die Hände weit nach außen, lassen nur die Arme locker
und korrigiere nochmal die Haltung. Für viele, die diese Position im Rücken haben, ist dieses aufrechte Halten allein schon sehr, sehr schwer. Deswegen überhaupt kein Problem. Wir korrigieren einmal, wir sinken zusammen, richten auf, kreisen mit den Schultern nach hinten, senken ab. Jetzt gehen wir etwas tiefer in die Halswirbelsäule. Das bedeutet, wir bleiben schön aufrecht vom Oberkörper. Die Hände drehen wir so, dass die Handflächen nach vorn zeigen. Und jetzt beginnen wir nur mit dem Kinn, mit dem Kopf ganz leicht vorzugehen und danach aktiv nach hinten. Das heißt, wir ziehen das Kinn zum Kehlkopf und der Kopf wandert wie eine Schublade nach hinten. Leicht nach vorn, aktiv nach hinten. Macht bitte weiter, ich möchte noch ein bisschen was dazu erklären. Es kommt manchmal vor, dass jemand, der wirklich eine sehr starke Fehlhaltung in der Halswirbelsäule hat, beim nach hinten drücken so einen leichten Schwindel empfindet. Bleibt bitte dran, klärt es aber vielleicht mit eurem Arzt ab, aber versucht trotzdem mit einem etwas geringeren Bewegungsumfang diese Bewegung zu machen. Die Hauptbewegung oder der wichtige Teil dieser Bewegung ist immer Kopf nach hinten. Und ihr werdet vielleicht spüren, wenn ihr den Kopf jetzt ganz weit hinterschiebt und mal haltet, dass ihr den Brustkorb automatisch nach oben zieht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Halterezeptoren für euren gesamten Körper befinden sich in der Zone Hals-Kopf. Das bedeutet also, wenn ihr den Kopf nach vorn nehmt, macht ihr automatisch den Rücken rund. Wenn ihr den Oberkörper den Kopf aufrichtet, überträgt sich das immer auf die gesamte Wirbelsäule. Wir korrigieren noch einmal. Wir sinken zusammen, richten auf, werden richtig groß, den Hinterkopf zur Decke, das Kinn leicht zum Kehlkopf. Beide Handflächen zeigen nach vorn, die Schultern sind tief. Wir lassen den Kopf leicht nach vorn und wieder aktiv nach hinten. Üben also in dieses Korrigieren der Halswirbelsäule. Der Kopf geht leicht vor und aktiv nach hinten. Leicht nach vorn. Aktiv nach hinten. Zweimal noch. Aktiv nach hinten. Letztes Mal. Aktiv nach hinten. Und wir stoppen. Lassen locker. So, jetzt kann es sein, dass ihr die nächste Übung nicht mitmachen könnt, weil ihr euch nicht in Bauchlage auf den Boden legen könnt. Dann ist das in Ordnung. Ihr habt einen sehr schönen Einstieg im Sitzen, was man auch, wie das meine Kollegin gezeigt hat, auch gut im Stand machen kann. Wir gehen jetzt aber in Bauchlage, denn jetzt soll es ein kleines bisschen fortgeschrittener werden. Wir gehen also in Bauchlage und legen erstmal den Oberkörper so ab, dass die Stirn auf dem Boden ist. Wir nehmen genau dieselbe Position ein. Hier wisst ihr nämlich, wann ihr gerade seid. Ne? Im Sitzen weiß man nicht genau, ist jetzt der Rücken ein bisschen krumm, aber die Flachheit des Bodens fixiert euch ja oder gibt euch eine gewisse Form vor. Ihr schaut also nach unten, nehmt die Arme seitlich nach hinten, sodass die Handflächen zum Boden zeigen. Also so, wie wir gerade gesessen haben. Jetzt macht ihr bitte eins, ihr stellt die Füße nebeneinander, ganz eng, drückt die Fußspitzen etwas in den Boden und drückt mal die Fersen zusammen, als ob ihr zwischen euren Fersen ein 1-Euro-Stück einklemmt. Das heißt, die Fersen müssen gleich sein. Jetzt streckt ihr die Knie, versucht den Oberkörper, also eher so Schultergürtel, Kopf, ein ganz klein wenig vom Boden wegzuziehen, dass ihr eine Grundspannung im gesamten Oberkörper habt. Die Handflächen zeigen weiterhin zum Boden. Wir machen jetzt nur eins, wir drehen die Hände wie vorhin auch im Sitzen nach außen, die Schulterblätter wandern zusammen und lösen auf. Wir drehen die Hände nach außen, die Schulterblätter drehen zusammen und lösen wieder auf. Vom Oberkörper her, macht bitte weiter, ich will es bloß ein bisschen näher erklären. Wenn ihr merkt, dass der untere Rücken euch wehtut, könnt ihr auch ein Handtuch zusammenrollen und dieses Handtuch auf Höhe oberer Teil des Beckens legen. Dadurch werdet ihr etwas höher gedrückt und entlastet etwas den Lendenwirbelsäulenbereich. Also weiter geht's. Die Fersen sind zusammen, die Knie gestreckt. Der Oberkörper ganz leicht hochgezogen, das Kinn zum Kehlkopf, Blickrichtung also senkrecht nach unten und nur die Arme drehen nach außen und wieder leicht nach innen.
Mit dieser Übung könnt ihr wunderbar eure aufrichtende Muskulatur trainieren und habt selber eine Korrekturmöglichkeit. Kommt ihr gut zurecht, stoppt bitte mal die Handbewegung, halt den Oberkörper weiter. Die Handflächen zeigen zum Boden. Kopf und Schultern sind leicht vom Boden weg, die Fersen zusammen, die Knie gestreckt. Jetzt führt ihr die Arme gestreckt nach vorn bis über den Kopf, da ist es schwer. Und löst langsam wieder auf, zurück. Und wieder nach vorn. Und wieder zurück, so wie ihr gut zurechtkommt. Das Tempo ist dabei egal. Wichtig ist, dass der Oberkörper stabil bleibt. Damit haltet ihr durchweg die Spannung eben auf diese aufrichtende Muskulatur und habt eine tolle Übungsmöglichkeit, die euch auch hilft, die Körperwahrnehmung zu entwickeln. Wann ist euer Körper gerade? Denn das, was ihr hier am Boden macht, übertragt ihr dann auch irgendwann auf das Sitzen. Ich verspreche euch, bleibt einfach 2 Wochen an dieser Übung und ihr werdet merken, wie sich eure aufrichtende Muskulatur, eure gesamte Körperhaltung verändert. Wir hoffen, wir haben euch ein paar gute Tipps in diese Aufrichtung hineingegeben und werden die nächsten 2 Einheiten auch an diesem Thema weiterarbeiten. Wir wünschen euch viel Spaß, bis bald.